Grund zur Freude hat das Team von Eintracht Frankfurt gleich mehrfach. Erstens geht am Wochenende endlich die Bundesliga wieder los und zweitens sind sie im DFB-Pokal eine Runde weitergekommen. Ja, ich denke, die ersten 15, 20 Minuten waren ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht angehellt. Die wollten unbedingt gewinnen, die waren heiß und wir wollten einfach gewinnen. Und dann, sobald das erste Tor gefallen ist, war es einfach. Also die ersten 15 Minuten waren nicht gut gemacht von uns, aber danach haben wir das Spiel im Griff gehabt und die Tore auch gemacht. Seferovic hätte selbst die Chance auf ein Tor gehabt, hätte ihn nicht der kleine Luca Waldschmidt einfach weggeschubst. Was war da denn los? Nee, nicht weggeschubst, sondern ich habe den Gegner weggeschirmt und dann habe ich gesehen, dass er kommt halt und dann hat er gerufen, lass, dann habe ich halt einfach den Gegner weggeschubst. Dann war einfach Luca da vor dem Tor und das Tor gemacht. Wie dem auch sei, Hauptsache die Eintracht ging mit einem klaren 3:0-Sieg aus dem Spiel gegen den Bremer SV hervor. Doch am kommenden Wochenende steht Fes 11 gegen Wolfsburg auf dem Feld. Das wird sicherlich kein Zuckerschlecken. Ja, ich denke, wir sind sehr, sehr gut vorbereitet. Wir müssen jetzt einfach den Rhythmus finden, gleich gegen Wolfsburg draufpressen, so gut wie es geht machen, Ball halten und die Bälle so gut spielen und vorne einfach die Torchancen, die wir haben, einfach nützen. Apropos Torchancen. Bei den Adlerträgern steht seit dem 7. August noch ein weiteres neues Gesicht zwischen den Torpfosten. Lukas Hadeki hat einen 3-Jahres-Vertrag bei Eintracht Frankfurt unterschrieben und trainierte am Dienstag das erste Mal mit seinem neuen Team zusammen. Ob sich der 25-jährige Keeper mit slowakischen Wurzeln einen Stammplatz im Team erarbeiten kann und den Österreicher Heinz Lindner aus dem Tor vertreiben wird, das werden wir sehen.